Wir haben uns gerade darüber unterhalten, welche Reihe im Periodensystem Helium hat. Nummer? Zwei, klar. Zwei. Und Nummer eins ist? Wasserstoff. Wasserstoff. Und Helium kann nicht oxidieren, lieber Sven, weil es ist das erste Edelgas, also in der achten Reihe vom Periodensystem. Ja, und zwar, warum unterhalten wir uns überhaupt über Helium gar nicht? Genau, Helium kann gar nicht mit anderen... Nein, warum wir gerade Helium... Achso, ja, weil das Fahrrad auch Helium heißt. Helium steht für Leichtigkeit, ne? Und Helium kann... Und so heißt das Fahrrad auch. Es ist ein leichtes Trailbike. Ja, gerade mal 9 Kilo wiegt es. Das ist sensationell. Mal zwei. 18 Kilo. 20 Kilo. Also schon immer mehr. Es ist aber trotzdem leicht. Es hat den neuen Porsche-Motor mit drin. Nämlich den Porsche Fazua. hat mich Fazua. Ich hoffe, das stimmt auch, was wir die ganze Zeit hier erzählt. Aber ich glaube, wurde von Fazua übernommen. Doch, genau. Porsche hat Fazua gekauft. Und das ist schon der neue Antrieb. Der neue Fazua Ride 60. Und es gibt ja noch einen, der wurde vorgestellt, ist aber nicht lieferbar. Das ist so. Hol mal bitte den Motor und den Akku raus. Haben wir einen Schlüssel überhaupt an einem Rahmen hängen? Nee, haben wir nicht. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen Schlüssel. Man braucht doch gar keinen, oder? Ja, klar, braucht man einen Sportschlüssel. Ich glaube, die Tasche hast du doch da unten hingelegt. Guck mal da. Da liegt nämlich die Tasche. Da ist der Schlüssel. Dann holen wir es mal raus. Denn das Besondere ist, man kann dieses Fahrrad auch komplett ohne Motor und ohne Akku fahren. Dann wird es viel leichter. So sieht's aus. Wie viel leichter wird es denn? Also bis dann 4 bis 5 Kilo leichter. Okay, das heißt, also das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Können wir gerne in 5 sagen. Das Stecki ist hier. Guck mal da. Und dann... So, der fällt aber nicht gleich komplett raus, oder? Nee, hat nochmal ein Dings. Und klär mal, was sieht man hier? Also, wir haben hier einmal den Akku. Das ist der Akku. So groß wie eine Flasche, wiegt auch nicht so viel. Du kannst gerne in die Hand nehmen, wenn du willst. Nee, geht nicht. Oh Gott, ja. Voll. Du kannst auch 2 Akkus mitnehmen, dann hast du 500 Wattstunden, hast aber mehr Reichweite. Warte mal, ich nehme mal kurz in die Hand. Also das hier wiegt ungefähr wie so ein... Flasche Wasser, oder? Flasche Wasser, ungefähr, ja. Kannst du auch im Rucksack mitnehmen, dann hast du 500 Wattstunden. Die 500 Wattstunden haben definitiv mehr Reichweite wie die 500 bei Bosch. Warum? Weil der Motor super effizient ist. Er ist halt auch super leicht. So, jetzt gibt es wahrscheinlich hier eine Abdeckung, eine Blindabdeckung? Genau, das wird dann in der Tasche immer mitgeliefert. Das ist der Kollege hier. Die du dann da reinmachen kannst. Und du darfst das fahren ohne, also der Motor ist kein tragendes Element. Nein, gar nicht. Hier nehmen. Und dann kannst du quasi diesen Kollegen hier, ich mach's mal auf, das war original verpackt, jetzt ist es nicht mehr. Also wenn du mal Motor nicht mitnehmen darfst oder Akku, dann... Das ist auf jeden Fall so ein Plastik, den du hier reinmachst. Ja, zeig mal, komm, jetzt sind wir schon der Kollege. Lass dir Zeit, Majid, ist ja nur Sendezeit, die wir... Ist ja nicht wie hier am öffentlich-rechtlichen. Bei Joko Klaas, genau. Kann ja richtig viel Scheiß machen. So. So, wie ihr das findet, wie Majid das öffnet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So. Oh, sei bitte nicht nochmal verpackt. Gut. So, jetzt haben wir. Kannst du gerne in die Hand nehmen. Warte mal, das ist leer. Es ist. Fast nichts. Ist Alu oder Kunststoff? Alu. Mach mal rein. Teilweise Alu. Also ein Stückchen davon ist nichts. Aber warte mal. So. Aha. Das ist halt neu, ne? Ach, da kannst du es reinmachen. So. Hier könnt ihr eine Regenjacke mitnehmen. Hier könnt ihr eine Flasche Wasser mitnehmen. Hier könnt ihr eine Banane. Wenn ihr in Holland seid. Und hier könnt ihr sogar... Müsli-Riegel etc. Alles, Schlauch, alles hier reinmachen ohne Probleme mitnehmen. Dann könnt ihr es zumachen und dann geht es hier rein. So. Und jetzt habt ihr ein normales Fahrrad. Krass. So, jetzt habe ich den Schlüssel rausgenommen. So, und das wiegt jetzt auch tatsächlich dann 5 Kilo weniger? Wir sind dann bei 14, 15 Kilo. Wir haben hier noch einen Carbonrahmen. Ne? Als Fully. Als Fully. Jetzt hast du ein Trailbike, normales Fully und kannst immer wieder, wenn du den Motor reinmachen willst, jede Zeit nachrüsten. Das heißt, es gibt ja immer mehr so Light-MTBs, die jetzt auf den Markt kommen. So. Genau. Aber die sind ja quasi Erfinder des Light-MTB-Fazua, wenn man so will. So sieht's aus. Es gibt Light-MTBs, wo du den Motor nicht rausnehmen kannst, aber hier kannst du den Motor rausnehmen und hast quasi ein normales Bike noch. Sag mal, kann man sich auch einen zweiten Motor kaufen? Geht das so?
Weil ich es kann. Wozu? Okay, würde auch gehen. Von der Tischkasse zack, oder hast du nichts. Und das ist jetzt aus Alu. Ja. Es gibt noch die Pro-Version. Ja. Habe ich da hingeklebt. Nummer 7, eigentlich war das das siebte Rad, was wir heute drehen wollten, haben wir es aber vergessen. Der wiegt nochmal 2 Kilo weniger. Okay, also es wurde da auch gespart. Also dieses Aluminiumgehäuse von dem Motor, das ist dann aus Magnesium und da ist es nochmal leichter. Und da haben wir auch von der Kassette XX1, das ist die leichteste 12-Fach-Kassette und so, da kriege ich es nochmal 2 Kilo leichter hin. Also, ich fasse mal zusammen. Wir haben ein tolles tolles Fully mit einer Lyric drin, mit einer, warte, ich guck mal gerade, was für eine Bremse haben wir, eine Magura MT5. Die MT5 haben wir drin, wir haben einen Vollcarbon, weil er nicht Vollcarbon, also die Schwinge hinten ist aus Alu, aber Carbonrahmen. Wir haben eine vernünftige Schaltung für den Dämpfer, den gibt es ja auch in verschiedenen Versionen, wenn ihr wollt. Das Rad haben wir auch mit Fox-Gabel da. Jetzt habe ich die Expert-Version. Doch, da steht es doch. Ja. Mit Fox 38, hinten Stahl. Haben wir alles da. Ihr habt ganz viele von den Farben. Was hast du da? Die Comp-Version ist immer in Grau, wenn ich mich nicht irre. Dann die Expert-Version ist immer in Chili. Und das gibt es dann als 5.9er oder aber auch 7.1er, je nachdem, wie viel Federweg ich habe. Mhm. Und dann gibt es die Pro-Version. Die Pro-Version ist immer schwarz. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was du jetzt gerade gesagt hast. Also, der Rahmen ist immer gleich. Nein, aber 7.1er... Achso, es gibt einmal 7.1er, es gibt einmal 5.9er. Hier haben wir einen 5.9er. 5.9er heißt 150 mm Federweg, nee, 160 mm Federweg. Das ist ein All-Mountain. Und dann gibt es 7.9, das ist ein Enduro. Das stand da. Mit einem Fox 38, Stahlfeder. Okay, verstanden. Das hat mehr Federweg. Also wir haben All-Mountain und Federweg, genau. Und dann gibt es insgesamt 3 verschiedene Versionen. Comp, Expert, Pro. Alles klar. Also es gibt einmal All-Mountain, einmal Downhill, wenn du so willst. Enduro, genau. Und dann jeweils in Comp, Expert und Pro. Die Expert-Version ist immer in diesem Chili-Rot. Dann gibt es die Pro-Version immer in Schwarz und die Comp-Version immer in Silber. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, SRAM, komm, wir gehen mal Schaltung XT. Was haben wir drin? Nee, GX. Hier haben wir 12-fach GX verbaut. GX, okay, jetzt sehe ich es auch. Ja. Ja, 12-fach GX ist mit drin. Das Ganze hat richtige Fans. Als sie angefangen hatten, hat jeder gesagt, die können nur Panzer bauen. Das ist gar nicht so von der Optik. Also die wollen jetzt auch schöne Räder bauen. Ich muss von einem Panzer hingehen. Ja, Panzer mal zeigen. Sollen wir den Demagat holen in... Panzer mal gerade unlackiert. Hast du mal Bock? Das würde ich dir mal kurz zeigen. Steht drüben. Das können wir gerne zeigen. Ja, komm, ich filme noch mal gerade das Fahrrad. Langsam in Zeitlupe, dass wir das sehen. DT Swiss, Laufräder drauf. Die guten Continental Trail King. Und das ist die Alu-Schwinge. Und hier nochmal der Carbonrahmen oben drüber. Eine verstellbare Sattelstütze. Majid bemüht sich gerade, weil ich weiß nämlich, dass das Fahrrad sehr gut eingeparkt ist. Aber das ist ein echter Hingucker. Das ist nämlich ein Panzer ohne Lackierung. Und es ist nämlich Alu Raw. Und davon hast du, glaube ich, noch genau eins, oder? Nö, wir haben noch 14. Hast noch mehr? 14 Stück hat er noch. 4, 5 in Raw. Ja. So, und das ist Raw. Also mir gefällt es in Raw am besten. R4 lieben das, Aluminium gebürstet. Sieht geil aus. Ja. So, das ist Alu gebürstet und ist sensationell. Das ist wirklich Alu. Es sieht aus wie, als wäre es irgendwie mit so einem Primer oder sowas so lackiert. Primer noch und nichts, aber gut. Also sag mal so, wenn ich irgendwann mal ein Auto kaufen würde, ein neues Auto, würde ich es auch in Alu gebürstet nehmen. Müssen die Autohersteller auch anbieten. Ist das sensationell? Das hat was, ne? Ja, das hat was. Das ist so ein Truck oder so eine Mercedes E-Klasse, Alu gebürstet. Also ich muss auch dauernd hier die Kamera bewegen, dass man den Effekt auch mal sieht. Also die haben wirklich hier... gebürstet. Jedes Mal ist anders. Mit einer Schleifscheibe sind die da mal drüber gegangen. Genau. Stell dir mal vor, du hast eine E-Klasse Alu gebürstet. Wie geil das aussehen würde. Oder ein Golf-Alu gebürstet. Das ist der Panzer, den kennen wir. Ging los damals bei 4,7, mittlerweile bei 5,5 geht's los. Das Ding kostet über 7 das mit kostet, der Ausstattung. Das ist die Pro-Version, genau, kostet 8, 7,9999. Mit Sachs-Motor, 112 Newtonmeter und 650 Wattstunden. Und das ist genau das totale Gegenteil. Leicht,
effizient. Schön. Schön. Ja, das ist auch schön. Aber das ist auch wirklich schön gemacht. Also der Rahmen, der ist wirklich gelungen. Wir sind bei Switch bei Bornemann in Gießen. Müssen zur Abmoderation kommen. Das Ganze drehen wir heute am 20. November 2022. Lange nicht mehr gedreht, muss man sagen, aber ich sag mal, ihr hattet auch wirklich viel zu tun. Der Sommer war der Sommer eures Lebens. War hart. Mittlerweile ist es besser. Es ist wieder ein einigermaßen normaler Winter, der langsam kommt. Aber du glaubst... Hoffen wir mal. Denn ihr habt einiges aufzuarbeiten. Ihr habt zurzeit weit über 1000 E-Bikes vorrätig. Mehr wie 1000 E-Bikes haben wir sofort verfügbar. Auch sehr viele 23er, die jetzt bei uns rausgekommen sind. So Anfang September waren wir ziemlich leer, wo du nicht da warst. Wir haben es auch geschafft, so ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Die Leute, die unsere Videos kennen, die wissen, wir sind immer voll. Aber deswegen wolltest du auch nicht, dass ich komme. Weil die Leute sollen kein falsches Zeugnis ablegen. Nee, also Ende September waren wir dann auch Dings, da kam wirklich 2 Monate überhaupt kein Nachschub. Und das hat dann dazu geführt, dass wir leer wurden. Aber jetzt kommt auch 23er Nachschub, Gott sei Dank. Wir sind gut bestückt für das Jahr 23. März, April geht es dann richtig los, wenn die Saison losgeht. Aber ich empfehle jeden, die Knappheit ist da, egal bei welchem Hersteller, egal bei welchem Händler, geht jetzt hin. Sucht euch euer Traumrad aus und kauft es, weil alles wird teurer. Du hast auch alle Größen. Du sagst, 23 wird es noch teurer. Ist das jetzt schon abzusehen? Wir bestellen jetzt für 25, 26 schon im Forecast und da gibt es schon Preisangaben von Herstellern, wo wir jetzt schon Bauchschmerzen bekommen. Bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Das sagen auch alle Händler. Die komplette Branche. Alles wird teurer. Die preisen die Inflation jetzt schon ein? Oder? Die rechnen an, dass die Rohstoffe alles weiter teurer werden. Die Inflation ist auch weltweit. Das ist ja nicht nur ein europäisches Problem. Deutschland, auch in Amerika haben wir mit Inflation zu kämpfen. Auch in China. Und das geht leider weiter. So, NOx, Name, Helium. Helium. NOx, Helium. Und das ist die mittlere? Das ist die 5.9er als Expert-Version. Als Expert-Version. Und da hinten steht übrigens die Pro-Version. Goldene Kette und Triple Kashima. Goldene Kette und Triple Kashima Beschichtung. Das ist hier vorne drin. Von denen haben wir aber nicht mehr so viel. Ich glaube nur noch 2 oder 3 Stück. 2 oder 3 Stück noch da. Tschüss, Majid. Öffnungszeiten übrigens bei Switchbike in Gießen. 10 bis 18 Uhr. Donnerstag ist unser Ruhetag. Samstag bis 16 Uhr. 0641 34393 ist uns unsere Rufnummer. Leasing, Finanzierung, alles überhaupt kein Problem. Einfach anrufen, ob euer Rad da ist. Reservieren, vorbeikommen, Probe fahren und das gleich mitnehmen. Ja, du nimmst alle Kreditkarten. Kreditkarten nehmen wir nicht, aber EC-Karten. EC-Karten, so, ansonsten Sofortüberweisung und so weiter. Vielleicht ändert sich das ja bald. Dann kann man gucken, er muss dann hart verhandeln. So sieht übrigens so ein Zettel aus. Die sind aus Schlitters in Österreich. Helium. Tschüss. Ciao.